Hi Leute, schön, dass ihr wieder dran gedacht habt einzuschalten und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin dran gedacht und heute haben wir ein Androxys Gameplay am Start und zwar eine Premiere auf diesem Kanal. Das allererste Mal, Leute, habe ich nicht alleine aufgenommen, sondern mit dem lieben Light Shadow. Unten in der Videobeschreibung auch seinen YouTube-Kanal und sein Discord verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, ich habe Androxys gespielt, ihr habt euch ja Androxys gewünscht und ja, er war Ceres und ja, wir mussten gegen einen ziemlich ekligen Gegner rein, ein ziemlich ekliges Team hatten die und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Außer hat sich irgendwie diesen Rang da gekauft. Was bringt einem das überhaupt, dass man sich Champion Level kauft? Es bringt insofern was, dass du bei Level 30 den Tag dafür bekommst. Wie es jetzt bei mir Orakel des Abgrunds ist, bei Ceres. Und du kannst dir Skins kaufen, diese Obsidian-Skins und diese Cosmo-Skins. Warte, musst du dann nochmal extra kaufen, oder wie? Genau, die schaltest du praktisch dann frei. Aber die Skins finde ich jetzt nicht so schön, deshalb habe ich mir sie nicht geholt. Here we go! Ach du heilige Scheiße. 4 Flanken auf der rechten Seite. Alles klar, ich wollte gerade kommen und dich heilen. Aber ja. Digga, das ist halt das Problem bei so einer Team-Comp. Ich meine, die haben jetzt selbst den Ruckus ganz easy down gekriegt. Ja klar, weil erst haben sie mich gekillt, dann den Ruckus schnell. Wenn die gut zusammenspielen, dann können die auch ohne Heiler echt viel machen. Ja, ich kann halt jetzt nicht reingehen, weil der Ruckus gerade nicht da ist. Ja, jetzt bist du gleich tot. Aber der Ruckus ist da. Ich bin auch da, hier kommt gleich der Androxys. Lol, da kann man nicht. Wo ist die Sky? Hier ist Lex. Aber immerhin haben wir jetzt die Mitte erstmal. Ein bisschen hier rausbekommen haben, denke ich, haben wir schon sehr viele Prozent. So, die ist down. Ihr müsst heute Lex schauen. Lex hab ich. Sinn ist auch noch down. Wenn wir hier so zusammen rumstehen, scheint es funktionieren. Scheint es zu funktionieren. Ich will ja, ja, dann kann man einfach sehr gut tanken. Ja. Okay, ich darf nicht mehr so Flankierer flankieren, sondern Flankierer machen jetzt einfach Damage. So funktioniert das nicht. Ja, die haben halt einfach zu viel, die sind überbesetzt. Aber in der Mitte haben sie halt wenig. Okay, ich bin down, der Lex hat aber seine Ulti raus für einen Kill. Das heißt, ist es okay? Ja, jetzt sind wir leider alle gestorben. Ja, okay, dann gehe ich jetzt aber auch nicht rein, sondern warten wir, bis wir gemeinsam nochmal weiter pushen können, weil das ist ja halt das Dümmste, jetzt einfach so zu sterben. Das ist somit das Blödeste, was man machen kann in dem Game. Ja, wenn man dann immer kaum noch reinkommt, dann ist halt einfach blöd, wenn es der Einzelne reinläuft, dann stirbt der Erste, dann läuft der Zweite rein, stirbt der Zweite. Genau, das meine ich. Okay, jetzt können wir erstmal wieder weiterschieben. Ja. Ah Gott, ich bin fast tot. Help me. Oh, hab ich keinen F abgehabt, schade. Oh. Mann, der Sinn ist auch ein starker Flankierer. Aber er wurde ja auch krass genervt mit seiner einen Legendary da. Früher die 60% gehört, jetzt nur noch 30%. Genau. Ja, ich habe früher Sinn richtig gern gespielt. Ich spiele ihn zwar immer noch gerne, aber als ob. Ich bin nicht schnell genug weggekommen, schade. So, ich hab die Range Ulti von dieser Bombe. Ja, die ist auch sehr stark. Ja, die ist halt so groß. Und in den Schatten habe ich nicht können, weil die Anklingzeit noch nicht so weit war. Warte, ich halte dich. So, Androxys haben wir. Habe ich manchmal schön abgestaubt. Wir müssen auf jeden Fall Ulti kombinieren. Kombinieren. Sehr vorteilhaft. Oh, da kann der Sinn von der Seite. Ja, du hast recht. Das wäre sehr stark. Besonders, weil die meistens eh zusammenhängen. Mhm. Es ist die einzige Möglichkeit, wo sie natürlich haben. Können wir gleich auf jeden Fall auf den Punkt. Oder vielleicht, ja, 2-0. Also gleich vielleicht auf den Punkt. Ist das dann eigentlich zum Beispiel bei Bomb King jetzt? Ne? Wenn die Bombe an dir haftet und dann explodiert. Flächenschaden. Flächenschaden? Okay. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Run.
Ich bin nachher in der Ausbildung. Was die Karten angeht. So, hier sind wieder lauter Flanken hinter uns diesmal. Also passt da auf. Die kommen dann da gleich wahrscheinlich. Alles klar. So, Sinn hat nicht. Der Lex setzt einfach mal seine Ulti nur gegen mich ein. Das ist auch reinste Verschwendung meiner Meinung nach. Weil, ich meine, den Tank kann man damit so nice down machen und auch mehrere Leute gleichzeitig. Ja, dann geht der halt auf. Gut, so eine blöde Idee war es halt nicht, weil Ruckus ist halt mehr oder weniger verloren, wenn ich nicht da bin. Ja gut, das stimmt schon, aber... Und ich kann mich halt das selbst in diesen Schatten machen und kann halt dann doch noch irgendwie alleine irgendwie wegfliehen. Ah, der Double Kill auf den Sinn, die Gegner haben 99%, das wird nichts. 2-1 würde ich sagen. Ja. Ja, ich bin nicht mehr rechtzeitig hingekommen. Ich würde sagen, wir heben uns die Ultis auf, damit wir die zur Not dann am Ende schön abbrechen nochmal können. Naja, wenn wir es jetzt gleich nehmen, dann lädt sie auf jeden Fall auch noch rechtzeitig. Weil das dann könnten wir jetzt wir könnten halt jetzt den Push damit stoppen und vielleicht 2 oder 3 bekommen und dann nachher. Ich meine, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, weil dann lädt sie nicht mehr, das ist klar. Aber jetzt am Anfang können wir es noch verwenden. Ja, ich habe gerade leider ein bisschen verkackt. Hier ist irgendwie der Sinn. Ja, der ist da links. Wir müssen mal ein bisschen zusammenbleiben. Okay, jetzt wäre vielleicht ganz gut die Ulti. Wenn du... Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Verdammt, Alter. Wer hat mich denn jetzt geholt? Der Androxus. Alter. Jetzt müssen wir... Ich bin gleich da. Oh, fuck. 3, 2, 1. Ah, die Ruckus Ulti. Stimmt, die ist ja auch... Komm, kannst du gleich ulten? ja. Ich muss respawnen. Okay, ich würde sagen, jetzt. Oh, wunderbar. Und? Hast du wen bekommen? Ich habe 2 Kills, aber 3 Leute sind tot. So, Sky ist auch noch down. Einer konnte fliehen, das ist der Sinn, glaube ich. Okay, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall den Push gestoppt, das war richtig. Ja, super. Aber sie hat immer noch 1 Minute. Schnell. Ja, weil die so schnell waren. Ja, das stimmt. Also... Wir haben die überhaupt Kacke. Nicht unterbrochen. Ich bin tot. Boah, ich wurde wieder abgetrennt von der Gruppe. Ekelhaft, dieses Team. Die hauen nein. Aber ich glaube, weil wir stehen jetzt wieder alle zusammen, das war vorher wieder nicht der Fall, weil ich glaube, jetzt wird es sehr schwierig für sie da noch ranzukommen. Ja, das hast du recht. Besonders ich bin jetzt in so einem Haus, da kommt irgendwie keiner rein. Da kann ich gut raushalten. Okay, ich bin mal wieder gestorben, weil ich blöd bin. Ja, du warst leider zu weit weg, ich wollte dich heilen, aber... Ja, ich sollte, wie am Anfang gesagt, halt nicht so den Flankierer da richtig außen rumlaufen, sondern ein bisschen mehr hier bleiben. Aber die Sky, die würde ich mir ganz gerne holen. Schade, die ist irgendwie abgehauen. Sinn ist down. Oh, da müssen wir weg. Die hat echt oft ihre Ulti, kann das sein? Es kann sein. Hat die Moralschub gekauft? Nee. So, Lex ist down. So, der Genos auch. Super, abgebrochen der Push. Beziehungsweise beendet. 3-1 für uns. Ich hole mir mal einen Moralschub. Einfach damit wir wirklich uns jetzt safe mal den Punkt holen können. Sehr ganz cool. Wie viel hast du? 72%? Hast du Moralschub? Nee, ne? Nee, aber das könnte trotzdem was werden. Wir haben eigentlich echt eine krasse Kombo. Unser Team ist eigentlich echt eine starke Kombi. Die werden wahrscheinlich alle wieder rechts lang kommen. Da habe ich keinen Bock drauf. Naja, komm am besten in die Mitte. Das war am effektivsten. So, haben wir den ersten drauf. Genos. Von hinten kommt die Sky. Okay, der hat uns jetzt alle damit. Oh mein... Achso, da war auch jemand anderes noch. Der Sinn war das. Dammit. Aber 45... Haben wir uns jetzt ausgelöscht. Ich hab meine Ulti. Wie sieht's bei dir aus? 90%. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Nicht alleine reinrennen, wie gesagt. Bleib lieber hier. Ich will sterben. Ah, schade. Versuch abzuhauen, versuch zu überleben. Einfach überleben. Ja, ich habe überlebt. Super, das ist sehr gut. Ich habe jetzt auch noch meine Ulti. Dann rein da. Ich bin drin, aber jetzt ist nicht nötig. Ja, das ist natürlich noch besser.
Weil lieber machen wir es, wenn es nötig ist, als wenn wir es davor einfach raushauen in der Parkes, aber. Okay, wir haben es raus. Schön, nee, super. Schade. Schöne Runde. Die Runde war echt gut. Ja, das finde ich doch auch. Ich war übrigens bester Flankierer und das gegen ein Team, was fast nur aus Flankierern bestand. Habe also ziemlich gerockt mit Androxys. Gerockt mit Androxys habe ich auch in dem Video, was wir für Lightshadows Kanal aufgenommen haben. Also schaut doch gerne mal vorbei. Und dann war es das jetzt von Dank gedacht. Träumt ihr süß und gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, Leute, und ciao.